Arbeiter-Esperanto-Bundes war geschlossen. Die Arbeit ging aber weiter. Ja, es gab nun verschiedene Aufgaben für mich. Oh. Erstens Weiterführung der Berliner Gruppe und zweitens auch mitzuhelfen bei der Weiterführung des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes, Verbindung herstellen oder weiter behalten mit der IFA, mit der Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur. Und das lag mir nun besonders am Herzen auch, diese PEG-Arbeit. Denn jetzt war es ja besonders notwendig, mit den ausländischen Freunden diese Verbindungen zu halten. Mit der Berliner Gruppe, da war es so, dass wir für Ostern 1933 einen Ausflug organisierten nach Tiefensee, etwa 30, 40 Kilometer von Berlin entfernt. Und da machten wir einen Wochenendausflug, konspirativ, und anschließend dann später, in den späteren Wochen, kamen wir des Öfteren in der Jungfernheide zusammen. Die Jungfernheide ist ein Waldgebiet im Norden von Berlin, sehr unübersichtlich, mit viel Strauchwerk und niedrigem Holzbestand, aber auch hohen Bäumen, und durchzogen von Schießständen. Da trafen wir uns an einer bestimmten Stelle in Saatwinkel und führten etwas weiter, besonders was wir vorher aufgebaut hatten, als wir noch legal waren. Und darauf muss ich nochmal zurückkommen. Wir führten ein Schulungen, und zwar an jedem Sonnabend. An jedem Sonnabend. Diese Schulungen bestanden aus drei Teilen, 3 Stunden. Einmal Esperanto-Unterricht, das heißt, wir wurden als Esperanto-Lehrer getrimmt von Hans, ja, ich hätte mir vorher die Namen aufschreiben sollen schon. Hans Pfeiffer habe ich mal gehört? Nein. Nee, ist ein anderer. Nein. Nein. Ein junger, sehr intelligenter Mensch, der Esperanto autodidaktisch gelernt hatte und der eine Unterrichtsmethode ausgearbeitet hatte, nach der ich im Großen und Ganzen dann auch mein Lehrbuch geschrieben habe. Schwendi. Schwendi, ja, Hans Schwendi. So, also Hans Schwendi unterrichtete uns im Unterrichten und gab uns dann immer auf einer DIN A4-Seite gewissermaßen das Rüstzeug für eine Lektion. Nach der arbeiteten wir auch. Und ich möchte behaupten, ganz erfolgreich. Damit führte ich dann meinen ersten Esperanto-Kurs auch durch. So, und eine andere Unterrichtsstunde bestand in marxistischer Sprachenforschung. Das war damals auch sehr interessant. Da faszinierte uns ja die Methode von Mach oder die Theorie von Mach und eine rein politische Schule, in der wir damals Lohn, Preis und Profit von Karl Marx auseinandernahmen, uns damit intensiv beschäftigten. So, und diese Schulungen
die führten wir dann zum großen Teil in der Jungfernheide weiter, weil wir der Meinung waren, um politisch gut arbeiten zu können, muss man auch theoretisch was wissen. Wie viele Leute kamen da so hin? Da kamen etwa 20 bis 30 Freunde immer zusammen. Aus ganz Berlin? Aus ganz Berlin, ja. Mhm. So, und die andere Seite war, wir waren besonders eng liiert mit IFA, mit der Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur. Und IFA war auch genauso wie die Arbeiterbewegung, man kann sagen, im Ganzen gesehen, zunächst mal ziemlich kopflos. Und wir versuchten für uns und für IFA wieder Verbindungen in Deutschland herzustellen. Nun konnten wir nicht die Post dazu benutzen, weil wir nicht wussten, wer von diesen Freunden schon verhaftet ist und bei denen zum Beispiel die Post überwacht wurde. Also, wir setzten uns auf Fahrrad und fuhren hunderte Kilometer durch das schöne Deutschland. So fuhr Ernst Kissler und ich eine Fahrt nach Leipzig und stellten dort tatsächlich eine Verbindung her wieder mit der IFA, zwischen IFA Berlin und IFA Leipzig und auch mit Esperanto wieder Verbindung. Von Leipzig fuhren wir nach Dresden, um von Dresden wieder nach Berlin. In Dresden hatten wir veranlasst, dass die Esperantisten zu Pfingsten, also wenige Wochen später, ein Bezirkstreffen organisieren in der Sächsischen Schweiz, getarnt als Wanderfreunde. Zu diesem Pfingsttreffen bin ich gewesen, hingefahren mit dem Fahrrad in 2 Tagen, unterwegs in irgendeiner Scheune übernachtet und dann, naja, wenn die politische Situation nicht so gewesen wäre, würde man sagen, in einer hochromantischen Felsengegend sind wir auf einem Plateau dann zusammengekommen, wo wir unsere Tagung durchführten, wo kaum ein anderer hinkommen konnte. Es gab dann diese interessante Geschichte über die Nivea, die Sie irgendwann mal auch veröffentlicht haben, ne? Diese ja, Tarnschriften. Nein. Das war, also Nivea war Berliner Angelegenheit. Ich komme gleich nochmal darauf. Mhm. Und eine andere Episode, solche illegale Treffen und Finden, das war in Wien. Da schrieb ich auch im Der Esperantist unter dem Titel Schiboleto. Nun, Adolf Schwarz und ich, wir arbeiteten weiter, nun Material herauszugeben, wie früher PEG. Ein paar Wochen vorher schon, kurze Zeit vorher, ist meine jetzige Frau zu mir gekommen und hat mich gewarnt, du kannst hier nicht wohnen bleiben, es sind zu viele Verhaftungen, du musst verschwinden. Nun, glücklicherweise hatte ich schon einen Ausweg
organisiert vorher und bin umgezogen und wohnte also illegal in Berlin-Reinickendorfer Straße.